Wie hast du vom Lazio-Aufgebot erfahren und wann? Ja, das war gestern Morgen vor dem Training, als der Teammanager von der Schweizer Nazi hat mich angerufen. Ja, er hat mir einfach gesagt, dass der Hitzfeld sich überlegt hat, mich aufzubieten. Und das war natürlich eine riesige Frage für mich und eine schöne Nachricht schon morgen früh. Du hast vermutlich schon einen Tag vorne im Blick gelesen, dass es ein mögliches Aufgebot und hast du damit gerechnet dann? Nein, gerechnet nicht. Ich meine, klar habe ich davon gelesen, aber es war noch nicht fix gewesen. Von dem her habe ich mir noch nicht zu viel Gedanken gesagt. Und es war natürlich umso schöner gewesen am nächsten Morgen, als es noch fix war. Wie ist jetzt das mit dem Bubentraum? Ist der in Erfüllung gegangen? Ja, absolut. Ich glaube, als Kleiner ist das der grösste Traum gewesen. Und dass der jetzt in Erfüllung geht, ist natürlich ja, ein Riesentraum. Glaubst du, dass du gar zum Einsatz kommst, schon gegen Brasilien? Ja, das weiss ich nicht. Das wäre natürlich schön, wenn ich könnte, ein paar Minuten spielen könnte. Aber da wird sich alles zeigen. Aber ich bin froh, dass ich jetzt mal dabei bin. Aber du gehst nicht nur zum Schauen, du willst ja mitkicken? Ja, nein, zum Schauen wäre ich fast am Platz. Klar würde ich am Hitzfeld zeigen, was ich drauf habe. Und ich kann natürlich auch da selbst, voller Selbstvertrauen dort hin und würde zeigen, was ich kann. Ja. Was sagst du zum Nazi-Aufgebot von Fabian Schär? Ja, wir alle sind, glaube ich, alle happy und glücklich, dass wir weitere Nationalspieler in der eigenen Reihe haben. Ein Innenverteidiger. Er hat es auch verdient. Er hat tolle Spiele abgeliefert auf konstantem und höherem Niveau. Und nein, ich bin froh. Ich bin happy für ihn, dass er das Aufgebot hat. Jetzt ist es wichtig, dass er das auch heben kann. Hat der Fabian Schär sein Nazi-Aufgebot verdient? Selbstverständlich hat er das verdient. Also ich freue mich auch sehr. Also es ist unglaublich, was er für einen kometenhaften Aufstieg hinter sich hat. Und, er hat letztes Jahr sich festgebissen als Stammspieler, hat das sehr, sehr gut gemacht, hat viel Verantwortung schon übernommen. Und ich freue mich sehr für ihn und er hat es verdient. Ja,